So, wunderbar. Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Ganz viele Stationen ja schon vorweggenommen. Ich bin Ur-Frankfurter, da geboren, habe mich da auch ganz lange aufgehalten, bin auch immer gerne da. Ich kann aber auch verstehen, wenn der eine oder andere sagt, ist vielleicht nicht die Stadt der Träume, gibt andere Städte, die tatsächlich auch ganz gut dort, also wo man ganz gut zu Hause sein kann. Ich habe in Darmstadt studiert, Wirtschaftsingenieurwesen mit der technischen Fachrichtung Bauingenieurwesen, weil mich schon früh das Bauen interessiert haben. Gebäude, das ist was Bleibendes, das ist ganz toll. Ich habe leider aber auch recht früh erkannt, kreative Ader ist nicht ganz so meins. Also Architekt, vielleicht eher nicht. Ja, wenn ich gemalt habe, kamen nicht so gute Sachen bei raus. Deswegen dann eher der Bauingenieur. Mit den Zahlen, da habe ich mich dann gut zurechtgefunden. Über Fraunhofer bin ich zum Flughafen gekommen, beziehungsweise auch über die Verkehrsschiene. Fliegen ist fasziniert mich heute auch noch. Habe dort in der Zeit eben promoviert, die angesprochene Promotion zum Thema Luftfrachtsicherheit. Der Hintergrund war damals, das war so kurz nach 9/11, als Passagier durften sie sich nahezu ausziehen. Und in der Luftfracht hat man die Kiste, genau wie sie war, ins Flugzeug gebracht. Und ich habe dann mal gefragt, ja, aber du müssen wir da nicht auch kontrollieren? Ja, wir haben da hinten so ein Röntgengerät stehen, ist ein bisschen größer als bei den Passagieren. Aber nee, das ist nicht so gut zu nutzen, das ist so umständlich und so, das ist schwierig. Und dann habe ich mir gedacht, na, wir gucken mal, vielleicht kommt doch noch irgendwann der ein oder andere auf die Idee, das zu tun. Hat ein paar Jahre gedauert. Dann haben es tatsächlich ein paar Terroristen aus dem Jemen probiert. Zum Glück ist es gut gegangen, man hat es noch früh genug gefunden. Im Anschluss habe ich mich dann auch im Themenfeld Flughafenlogistik selbstständig gemacht, als Berater dort Flughafenbetreiber, Airlines, aber auch Spediteure entsprechend beraten. Aus der Fraunhofer Zeit ist mir aber so dieses angewandte Forschung, Lehre so ein bisschen hängen geblieben. Und dann bin ich eigentlich ganz gerne als Dozent an der Frankfurt University gestartet und so langsam wieder reingewachsen, sodass ich dann erst Dozent, dann Vertretungsprofessor war und dann ganz glücklich war, dass ich im September hier anfangen konnte, um jetzt eben Professor zu sein für Supply Chain Management, von dem Sie natürlich alle wissen, was Supply Chain Management ist. Richtig, ja, genau. Kennt natürlich jeder. Das ist auch vielleicht die große Kunst der BWL, einfache Dinge in komplizierte Worte zu packen, das dann auf Englisch zu übersetzen, dann klingt das gleich viel cooler und deswegen ist das natürlich auch noch viel besser. Deswegen habe ich Ihnen auch gerade noch gefehlt, so habe ich es mal ein bisschen umtituliert, um dort zu starten. Ich habe Ihnen insbesondere dann gefehlt, wenn Ihre Regale im Supermarkt so aussehen. Das ist das, was die Supply Chain nicht möchte. Die möchte nämlich, dass Sie als Kunde das bekommen, was Sie jetzt gerade brauchen. Und da muss man leider sagen, werden wir ja immer anspruchsvoller als Kunden, sowohl im geschäftlichen Bereich als auch im privaten. Wir wollen die Produkte haben, jetzt hier und ein leeres Regal, das wäre etwas, was wir gar nicht so gern hätten. Aber keine Angst, die Rettung naht, die Logistik. Ist große Schritte weiter. Ganz spannend, hier das Thema Lastenrad. Vor 15 Jahren hieß das noch Fahrradkurier, da war das auch ganz hip. Mittlerweile sagt man, ja, das ist so ganz normal, das müssen wir mal wiederbeleben. Dann nennt man das Lastenrad mit E-Bike, kriegt es dann noch den Stempel E-Mobility, ist dann grün und noch viel toller. Das machen wir natürlich sehr gerne, aber man sieht es auch. Also jetzt das Heimkino-System kriegen Sie vielleicht mit dem Lastenrad dann doch nicht nach Hause transportiert. Deswegen könnte es sein, dass Sie gegebenenfalls etwas mehr Platz brauchen. Und auch darüber hat natürlich, dafür hat die Logistik Lösungen. Der schöne LKW, die meisten haben eher, naja, sagen wir mal, nicht ganz optimale Erfahrungen mit einem LKW. Der ist nämlich dann immer auf der Autobahn unterwegs und dann Zweifelsfall am Berg wird dann überholt und dann verbringen Sie viel Zeit hinter dem LKW. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist eine super Zeit. Eigentlich müsste man Monitore hinten drauf machen, da könnten Sie Werbung schalten. Sie haben keine Entkommen, Sie sind direkt hinten dran. Wenig Chancen, muss ich mal mit den Marketingkollegen drüber sprechen.
dann würden die wahrscheinlich noch viel mehr Bergrennen oder Schneckenrennen veranstalten. Das wollen wir natürlich als Logistiker nicht. Vielleicht haben Sie schon das ein oder andere Stichwort da gehört, autonomes Fahren, in Kolonne fahren, um einfach die Verkehrssicherheit zu erhöhen und dort besser unterwegs zu sein. Wobei auch so auf ein kleines Detail sei jetzt nochmal hingewiesen. Sie sehen hier den schönen Fahrer, der während er fährt, auf seinem iPad oder was er sonst so hat, ein Buch liest oder sonstige schöne Freizeitbeschäftigung macht, kann ich als BWLer sagen, naja, das ist jetzt nur nicht so richtig der Business Case. Das ist vielleicht gut für den Fahrer, wertet den Job auf, aber so richtig viel Geld verdienen Sie damit natürlich nicht. Da sind wir noch ein bisschen auf der Suche, das voranzubringen, wie man dann autonom richtig fährt. Aber Verkehr ist auch ganz schön kompliziert, was man hin und wieder sieht, wenn so ein autonomes Fahrzeug dann halt irgendwo auf Abwegen unterwegs ist. Es ist aber nicht nur der LKW, noch viel mehr sind wir abhängig von solchen großen Schiffen. Bis zu 20.000 Containern werden da transportiert, meistens aus Asien nach Europa, nach Nordamerika, für die ganzen Produkte, die wir alle verbrauchen. Kann man gesellschaftskritisch auch ab und an hinterfragen, ist aber tatsächlich die Realität. Ohne diese Schiffe hätten wir große Probleme. Und wenn man sich mit Terrorismus beschäftigt, gibt es ganz valide Szenarien, die sagen, okay, das Schlimmste, was sie eigentlich machen können, ist an großen Häfen so ein Schiff im Hafeneingang zu versenken. Dann ist alles blockiert und sie kriegen die Sachen nicht mehr. Und dann stehen bei uns relativ schnell die Binder still, dann kriegen sie bestimmte Produkte nicht, mittlerweile auch frisches Obst aus verschiedenen Kontinenten. Damit muss man arbeiten. Aber auch das ganz spannend, viel digitaler Datenaustausch im Vorfeld. Was ist auf dem Containerschiff drauf? Wie muss es entladen werden? Wie können die verschiedenen Boxen zur richtigen Zeit an den richtigen Platz gebracht werden? Nun ja, typischerweise ist das von einem selber noch ein bisschen weiter weg, was einen dann schon eher interessiert. Vielleicht übt sich da der Nachbar schon auch im Sinne eines neuen Uber. Die Paketdrohne, die große Hoffnung, wie kann ich Güter zu Ihnen liefern? Mir fehlt persönlich gesagt etwas die Fantasie, gerade in Innenstädten, ob dann das Paket von oben runterfällt. Hoffentlich haben Sie keine Hanteln oder anderen schweren Gegenstände drin, die dann nicht zielgenau auf Sie herabfallen. Vielleicht sind Sie dann ein guter Fänger, werden Sie sportlich noch mal ein bisschen trainiert. Das ist natürlich ein ganz großes Thema, was die Logistik bewegt, was an manchen Stellen auch mich bewegt. Nicht für die schweren Dinge, aber einfach um Informationen auch von A nach B zu bringen, kleinere Dinge. Es ist ja schon ein bisschen angeklungen, am Flughafen bin ich zu Hause und immer wenn ich so einen Flieger sehe, dann geht mir das Herz auf, das ist ganz viel Hightech und den allermeisten Leuten, die jetzt nicht unbedingt im direkten Umfeld eines Flughafens wohnen, ist auch eine gewisse Faszination nicht abzusprechen, wenn man dann am Flughafen ist, so ein Flugzeug besteigt oder von außen sieht. Schon sehr faszinierend, wie das funktioniert, dass das funktioniert, dass man quasi jeden Ort dieser Erde damit erreichen kann. Klingt nach ganz viel Hightech. Stellt sich die Frage, ja, aber nicht, was soll denn der Logistiker jetzt? Da habe ich doch das Hightech-Flugzeug. Und die entsprechenden Luft- und Raumfahrtingenieure arbeiten auch dran, dass die immer besser werden. Wo kann man denn jetzt da was tun? Naja, was in die Flugzeuge reingeht, da kann man ganz viel tun beim Thema Luftfracht. Die sieht nämlich meistens so aus, viele Kästchen, Pakete, die aufeinander gestapelt werden, dann ein großes Netz drüber und dann geht das ins Flugzeug rein. Und oh Wunder, und meine Prophezeiung ist auch noch in 20 Jahren, ist dann da ein Mensch oder meistens ganz viele Hände, die dafür sorgen, dass das da reinkommt, dass das zusammengepackt wird. Und das ist dann eher Low-Tech. Und auch ganz schön oben auf die Ecke möchte ich hinweisen, das ist so der typische Papierstapel, der mitfliegt bei einem Flugzeug, was wir vorhin gesehen haben, was mit diesen Paletten dann beladen wird. Ja, da sind wir in der Digitalisierung, ja, wie soll ich sagen, noch nicht ganz so weit. Arbeiten wir aber ganz schnell, ganz hart dran. Und das ist auch
in gewisser Weise der Link zu meinem ersten Forschungsfeld, Flughafenlogistik insgesamt. Es gibt ganz viele verschiedene Beteiligte, die dafür zuständig sind, dass das Flugzeug möglichst schnell am Flughafen abgefertigt wird, nach der Landung direkt auch wieder starten kann. Das zu optimieren ist ein Schwerpunkt, aber auch insbesondere das Thema Digitalisierung der Luftfracht. Also wie bekomme ich es hin, die ganzen Informationen, den Papierstapel wegzubekommen, Informationen auszutauschen, sodass sich die verschiedenen Beteiligten dort abstimmen können, vorplanen können und dort besser werden können. In dem Zusammenhang auch geplant, ein Forschungsprojekt einzureichen, um bestimmte Kurzstreckentransporte mit LKWs autonom zu gestalten, digital zu überwachen und dort auszutauschen. Dort arbeite ich auch in Frankfurt am Flughafen in der Air Cargo Community mit. Da gibt es eine Arbeitsgruppe, die nennt sich Hub Performance. Die kümmert sich also um die Leistungsfähigkeit des Flughafens. Zweites Thema, was mich auch sehr fasziniert, womit ich sehr gerne arbeite, in der Logistik ist man sehr nah am Menschen dran, weniger Roboter. In der vielfältigsten Weise ist der Mensch die Ressource Nummer eins. Und vielleicht wird der ein oder andere den berühmten Charlie Chaplin-Film Modern Times kennen, wo man das Fließband einfach schneller stellt, wenn man mehr produzieren will, was Herausforderungen für die Mitarbeiter hat. Und die Philosophie, die eigentlich dem entgegenstellt, ist Lean Management, kommt von Toyota aus Japan, ganz bekannt aus der Automobilindustrie, ist aber noch nicht überall angekommen und auch trotz Digitalisierung noch ein ganz wichtiges Thema. Und in einem Unternehmen wurde es mal so schön überschrieben mit dem Titel Work Smarter, Not Harder, ganz viel Verschwendung rausnehmen und intelligent und gut entsprechend arbeiten. Deswegen auch mein zweites Forschungsfeld, der Mensch in Produktion und Logistik. Da wird sich ganz viel verändern in nächster Zeit. Wir werden älter, müssen trotzdem länger arbeiten. Das schränkt uns vielleicht ein. Aber nach wie vor ist der Mensch eben da die flexibelste Ressource und da kann man gut dran arbeiten. Drittes Forschungsfeld, ich habe es mal tituliert, mein Forschungshobby eigentlich, ist das Thema Baulogistik. Da kommt dann wieder der Bauingenieur so ein bisschen durch, weil mir geht auch das Herz auf, wenn ich Baukräne sehe und Baugerüste und sich da viel bewegt. Das ist total toll. Ich kriege aber noch viel mehr graue Haare, wenn ich dann sehe, wie die Sachen bewegt werden, wie Betonmischer geordert werden, rumstehen und dann Sachen entsprechend auch kaputt gehen. Und da möchte ich eben zu beitragen, dass das in Zukunft besser funktioniert, dass das reibungsloser funktioniert. Und da gibt es eben auch Supply Chain Management am Bau oder auch das Thema Lean Management im Bau, was sich dann Lean Construction nennt. Aktuell läuft da schon ein Forschungsprojekt, um die verkehrlichen Auswirkungen von Bauvorhaben im Umfeld zu bemessen, aber auch zu sehen, wie ist das für die Geschäftstreibenden drumherum. Also Sie können sich vorstellen, wenn Sie ein gut gehendes Lokal haben mit Gartenbereich, und Ihr Nachbar fängt jetzt an, seinen 60er-Jahre-Betonbunker mit dem Presslufthammer abzureißen, dann haben Sie in der Zeit vielleicht höchstens irgendwelche Baubegeisterten, die sich diesem wunderbaren, der Musik der Presslufthammer annehmen. Ansonsten nimmt vielleicht der Umsatz eher ab. Das wollen wir angehen und messen, greifbar machen. Von daher zu sozusagen vorletzter Folie. Nur eine kurze Übersicht, warum finde ich Logistik so spannend? Weil sie eine sehr große Schnittstelle bietet zu nahezu allen Themengebieten. Ja, natürlich Produktion habe ich schon selber angedeutet, aber auch der Mensch, der Mitarbeiter, der dort drin verbunden ist, die Gesellschaft, ganz viele Themen, nicht? Das ist wunderschön, wenn man von DHL und Co. beliefert wird. Ist nicht so schön, wenn Sie im Wohngebiet hinter dem DHL-Fahrzeug stehen und das in zweiter Reihe parkt und Sie nicht dran vorbeikommen, dann ist es total ärgerlich und Ihr Nachbar ist auch wirklich auf einen anderen Planeten zu wünschen. Wenn es Ihr Paket ist, sehen Sie die Welt anders. Marketing und Sales, wenn Sie versprechen wollen, auf der Welt zur gleichen Zeit das neue Mobiltelefon einzuführen, dann ist Logistik die sozusagen Disziplin, die das möglich macht.
aber auch rechtliche Aspekte, die dort mit einfließen und ganz viele globale Trends, die drumherum stehen. Der wichtigste aus meiner Sicht vielleicht momentan insgesamt das Thema Digitalisierung, weil alles digitalisiert wird. Da ist auch für mich die Logistik ganz schön, weil sie eben dann das ganze virtuelle, digitalisierte irgendwann in ein physisches Produkt überführt, was Sie als Kunde bekommen wollen, bekommen müssen. Und damit müssen Sie ja dann eben arbeiten, das müssen Sie, diese Brücke müssen Sie schlagen. Da tun sich noch ganz, ganz viele sehr, sehr schwer. Aber das ist für mich eben ein wichtiges Thema. Auf der anderen Seite verbindet sich das auch sehr gut mit den Prozessen. Und da muss ich sozusagen zuletzt noch ein etwas vom Deutschen her kritisches Zitat, aber es trifft es so schön auf den Punkt. Also wenn Sie einen schlechten Prozess haben und Sie digitalisieren den, dann haben Sie halt einen schlechten digitalen Prozess, in schönen Worten gesprochen vom Chef von O2 Deutschland, der das entsprechend auf den Punkt bringt. Aber das ist für mich das Wichtige. Dankeschön.